direkter Main, eine gemähte Wiese, der kostenfreie Stellplatz für autarke Wohnmobile der Stadt Rubenburg. Nicht ganz einfach zu finden. Ist ziemlich spärlich ausgeschildert. Man darf bzw. muss ein Stück den Mainradweg benutzen. Trotzdem, ein Dank an die Stadt Rubenburg. Solche Wohnmobilplätze sind rar, aber beliebt. Von oben gut zu erkennen, der graue Festplatz. Auf der anderen Mainseite die Aktion Nobel. Nur wenige hundert Meter weiter auf dem Festplatz. In der Regel jeden Samstag Flohmarkt. Mit einem Euro Eintritt ist man dabei und findet vielleicht sein persönliches Schnäppchen. Uns zieht es nach Rubenburg in den Rosengarten. Und jetzt, fast schon Ende Mai, eine wahre Pracht. Es blüht und duftet. Zeit, um etwas zu verweilen. Der Stellplatz liegt direkt am Mainradweg, also fast ein Muss, um auf die Räder zu gehen. Es bieten sich alle möglichen Touren an. Eine davon zur Bräuburg. Bei unserem Besuch in Rubenburg die Käferplage. Nein, nicht die fliegenden und summenden. Das Augenmerk gilt den Oldtimern. Und von denen gibt es reichlich zu bestaunen. Unser Fazit: Rubenburg lohnt, auf jeden Fall.